Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir befinden uns im Jahr, ja, wir haben den 27. August 1862. Ach ja, und ihr seht, wir spielen Ultimate Civil War. Nee, andersrum. Ultimate General Civil War. Mann, irgendwann habe ich das mal drauf. So, Manassas Lager. Laut den letzten Berichten wird ein gewaltiges Versorgungslager der Unionisten bei Manassas Junction nur von einer kleinen Besatzung bewacht. Das ist schon mal eine Lüge. Sie werden General Trimbles Brigade anführen. Seine Regimenter haben ihre Position in den Wäldern eingenommen und sind für einen Angriff vor Tagesanbruch bereit. Mehr Verstärkung ist auf dem Weg, um sie im Bedarfsfall zu unterstützen. Und die werden wir brauchen. Weil immer wenn hier steht irgendwie, dass die zu wenig Einheiten haben, der Feind, glaube ich dem nicht. Ah ja, wir spielen nicht mit unseren Einheiten. Wir werden die Brigade von den Trimbles, von den General, führen, nicht unsere eigenen Truppen. Okay. Hauptsache, ich krieg das Geld. Sie führen General Trimbles Regimenter an. Jawohl, ein bisschen spärlich, die Regimenter. Schlecht gehaushaltet hat der General wahrscheinlich. Greifen Sie Ihr Versorgungslager an und nehmen Sie es ein. Nur eine kleine Besatzung ist dort stationiert. Aber die Armee der Unionisten ist in der weiteren Umgebung verteilt. Daher sollten Sie auf Ihre Reaktion gefasst sein. General Early oder so, ich glaube, ich nenne ihn einfach General oder so, ist mit seinen Regimentern auf dem Weg, um sie im Falle eines Gegenangriffs zu unterstützen. Also. Hoffentlich wenden Sie sich nach unserem Überfall mehr dem Norden und weniger unserer Hauptstadt zu. Viel Glück, General Heinrich. Danke dir. Ach, es geht auch gleich los. Mal Pause machen. Pause, Pause, Pause. Ja. Ich glaube nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Schicken wir vor. Kavallerie dahin. Kavallerie zum Kundschaften. Obwohl auch die Einheiten packe ich dahin. Auch die gehen in diese Richtung. Hier geht meine mit. ja, meine Idee ist. Also hier sind Einheiten definitiv. Ich würde sie da verstecken. Dass wir die vielleicht von zwei Seiten angreifen. Weil hier hinten haben wir nichts. Okay, dann werde ich sagen, das wird hier die Front und hier von der Seite. Dann. Warte. Gehen trotzdem in den Wald, genau. Jawohl, ich glaube, das machen wir so. Wird gekauft. Hier ist nichts. Hätte ja was erwartet. Ich hätte ja echt was erwartet. Oh, da ist was. Da ist Kavallerie. Abziehen. Abziehen, Kavallerie. Schade. Wieder in den Wald, bitte. Jetzt gehen die Pets. Ah, aber meine Kavallerie hat Deckung. Sehr gut, sie sind da. Ich trinke erstmal einen Schluck. Oh, kommt zurück, kommt zurück. Oh, 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 oh. Geht nach Hause. Mann, Mann, waren die motiviert? Das gibt's ja nicht. So, ihr seid in Formation und ihr dürft dann euch hier hinstellen.
Reichweite. Reichweite. Hier holen wir uns. Selber machen wir hier auch nochmal. Attacke! Jungs, holt's euch, holt's euch, holt's euch! Wunderbar. Das heißt, ich bin nachrücken. Weiter rücken. Okay, es reicht. Zurück. Das geht euch auch zurück. Wir gehen mal weiter nach da. Nicht, dass sie von der Seite kommen. Jetzt holen wir uns da. Die Leute. Oh, Kavallerie. Ah, oh, die rennen ganz schön weit weg da hinten. Infanterie der Union greift uns an. Das ist scheiße. Den trotzdem nicht. Ich habe immer noch Angst, dass was aus dem Wald kommt. Genau wie das da. Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Kavallerie! Es lebe die Kavallerie! Colonel Thomas, irgendwas wurde verwundet. Und wir nehmen den Laden gleich ein hier. Zack. So, und ich würde auch hier noch was Schätzchen nehmen. Kommen die da rein? Oh, Verstärkung! Fantastisch! Aber wir haben ja noch hier einen. Ich habe ja ganz vergessen. Dann tauchen wir schnell die Infanterie. Fantastisch. Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Bitte weiter bewegen. Gerade Kanonen brauchen wir. Und sie wollen zu uns. Fantastisch. Ab in den Wald. Die sind gelaufen. Oder die laufen, sagen wir es mal so. Mal guck an, was da kommt. Wer hat damit nicht gerechnet? Da kommt noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch einnehmen können, was ich da sehe. Scheiß Kanonen. Ah, das Kanonen.
Nein, 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 nein. Da bleiben, da bleiben, da bleiben. Du bleib mal halt. Halt. Ah, scheiße, die Kanonen haben mich ver... So. Die Kanonen brauchen viel zu lange. Ich brauche Kanonenunterstützung, verdammt. Alter, jetzt greifen die an oder was? Sind sie bescheuert? Kavallerie, wir brauchen Kavallerie. Ich reiß dir noch was. Ey, General, wieder rein, du feige Sau. Wird gekämpft bis zum Tod oder so. Aber da ist ja immer was drin. Der rennt, der rennt, der rennt. Early hinterher. Nicht flankieren. Oh, 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 nicht gut. So, Kanonen reichen ins Feuer. Machen die Kanonen da hinten, ey. Die kämpfen bis zum letzten Mann. Ist unfassbar. Nein, Alter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Da habe ich ihn zu sehr laufen lassen. Läuft. Das hätte ich auch getan. Die nächsten. Na, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Jetzt laufen die auch noch. Ah! General, komm her! Ja, die haben voll flankiert von der Seite. Zurückkommen. Boah, die Kavallerie lebt da noch. Das gibt's doch nicht. Türken da hinten. Verdammt. Weiter bitte. Druck aufbauen, Druck aufbauen, Druck aufbauen. So, willst du mich verarschen? Mann, mach doch mit den restlichen Kanonen, Leute, da Platz. Boah, jetzt macht die in der Mitte platt da. Es wird immer Zeit. Suchen in der Mitte. Es sind irgendwo Kanonen, die gehen mir jetzt schon auf den Sack.
Ah, da sind doch viele Truppen, die rennen nochmal zurück. Da sind keine Kanonen mehr, das heißt, wir können raus. Oh, 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 oh. Alt, wird schießen. Ich habe nie was von Nahkampf gesagt. Scheiß auf Kanonen, Feuer. Da hinten sind nur Kanonen. Ich versuche die ja platt zu machen, damit wir hier weiter rumschlenken können. Da hinten ist die Kanone. Mal die Kanonen angreifen. Kann doch echt nicht so schwer sein. Dürft noch keine Chance haben. Na gut, dann stellen wir die nochmal dagegen. Und Kavallerie mal ein bisschen weiter. Ah, jetzt sind sie schon zurück. Scheiße. Aber Gott sei Dank sind sie nicht meine Einheiten. Von daher, scheiß drauf. So, jetzt können wir langsam ins Leihwagen mal hier hinpacken. Für die Kanönchen. So langsam gut aus hier. Die können sich gegenseitig noch bespaßen. So, jetzt wird es langsam Zeit, da was zu töten. Ihr dürft auch gerne mal in den Nahkampf. Ich muss auch sagen, ich kämpfe eigentlich jetzt nicht so sonderlich gut, weil ich habe ja hier nicht meine Einheiten. Ich glaube, mit meinen Einheiten würde ich da ein bisschen vorsichtiger umgehen. So, marschieren wir jetzt da mal ein. Geht das? Jetzt ziehen sie sich zurück, oder was? Wir setzen nach. Ja, einer nach dem anderen auf. Da haben wir das doch am liebsten. Linie ist zusammengebrochen. Nice. So, dann könnt ihr mal alle da in die Mitte rein. Oh nein, nee, nee, Entschuldigung. Hier geht dahin. Ihr drei Süßen. Außer ihr seid schön da. Wir haben sonst einen Pleiwagen. Sieht doch gut aus. Na gut, da hinten könnte man Verstärkung gebrauchen. Das können wir da abziehen. Das
laufen sie, da laufen sie. Hallo, ist einnehmen. Nein, oh, scheiße. Falsch. Und ich habe auf einen Nahkampf gedrückt, was ich nicht drücken wollte. Kannst du den nicht einfach erobern? Schießen verbieten. Jetzt aber. Komm doch mal. So, jetzt ist es meiner. Jetzt sollten wir schießen von mir. Ihr jagt den General. Vielleicht geht das ja. So, jetzt haben wir nur noch. Das wird da nix. Boah, ich muss niesen. So, Heilung. Oh. Alter Schwede. Das war's hier? Oh. Ben. Das war mal eine kurze Runde. Angenehm, dass die meine Einheiten waren. Hat ein paar mehr Männer. Ja. Also das war jetzt wirklich easy peasy. Hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, hätten wir vielleicht weniger Verluste gehabt, aber waren ja nicht meine. Dann gibt's auch hier ein bisschen Geld. Wunderbar. Einen besseren Ruf. Und ich habe ja schon angefangen jetzt in der Schlacht davor, habe ich gemerkt, wenn man gegen Gegner kämpft, die halt 2000 Soldaten haben, pro Einheit, sage ich mal, muss ich danach ziehen. Ich glaube, Pound hat maximal 500, mehr geht da nicht. Nelson habe ich auch schon mit 24 Kanonen aufs Maximum. Mit den schönen 12 Hündern hier. Aber sonst, ja, hier Camper ist halt der Kollege, der Sean Lewis, noch nicht so, dass er halt so hohe Leute oder so viele Leute führen kann. Das werde ich so nach und nach aufstocken. Bei der zweiten Division habe ich das noch nicht angefangen. Das mache ich jetzt hier so die erste. Und wenn ich das hier soweit durch habe, dann wird dann eine dritte Division gegründet. Ja. Karrierepunkt haben wir einen. Dann haben wir jetzt hier bei Politik alles voll. Mal gucken, wo ich als nächstes rangehe. Truppenteil müsste man noch ein bisschen aufstocken. Mal gucken. Medizin, aber es ist so die Wahrscheinlichkeit sehr gering, so wiederhergestellt. 2% ist nicht viel. Aber ich gehe davon aus, wenn man das so auf 10 hat, dann kriegt man maximal 10% seiner Leute wieder. Na gut, dann muss man dafür nicht so viel Geld ausgeben, aber Nachschub klingt auch nicht uninteressant. Aufklärung habe ich bisher nicht so beachtet. Ja, und hier bei Ausbildung, der Preis für Veteranen ist halt geringer. Na gut, übernehmen wir mal. Und ja, wo sehen wir uns denn das nächste Mal wieder? Ja, abgefangene Nachrichten. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Sehr geehrter Herr Präsident, der feindliche General Heinrich war in den letzten Monaten äußerst erfolgreich und ich glaube, wir müssen dringend unsere Pläne ändern. Ich schlage ein Treffen unserer besten Kommandeure vor, um einen Weg zu finden, wie wir diese teuflische Armee schlagen können. Oh, nett. Abgefangene Nachricht, wir können Heinrich nicht gestatten, noch weiter vorzurücken.
3500 gut ausgebildete Truppen sind unterwegs, um sie zu unterstützen. Wichtiger Bericht: Der Staat New York unterstützt die Kriegsbemühungen der Union fortwährend, indem Tausende von Rekruten, von neuen Rekruten, geschickt werden, um gegen die Armee zu kämpfen. Wir haben Beweise gefunden, dass selbst zu diesem Zeitpunkt 1800 Männer in Richtung ihrer Gebiete marschieren. Naja. Ja, die nächste Schlacht. Was, sie haben den Feind in der Schlacht am Shadow Mountain besiegt und viele Verluste auf der Seite des Feindes verursacht. Ah, minus 7% Größe der feindlichen Armee. Sie haben das Versorgungslager der Union bei Manassas Junction erfolgreich überfallen. Minus 20% Waffenqualität. Also die Mission, die man davor macht, die kleine, das wusste ich noch gar nicht, haben Auswirkungen auf die große Schlacht. Cool. Wusste ich nicht. Wieder was dazugelernt. Das ist, glaube ich, jetzt das 16., 17. Video und ich lerne immer noch was dazu. Das ist auch cool. Na gut, ich werde erst wieder erstmal einen Break machen und dann nächstes Mal sehen wir uns bei der Schlacht von den Bullen wieder. Die zweite. Am 28. August 1862. Also liken, kommentieren und abonnieren und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der General Heinrich.